Endspurt, Endspurt auf Level 46. Gestern Abend noch im Stream ordentlich Gas gegeben, viele Fische rausgezogen, dann so langsam in die Levelbremse gekommen und auf einmal fängt man nur noch Kleinkram. Aber heute gehe ich extra auf Kleinkram. Ich stell dem spielenden Bein, ich dribbel es aus. Ich gehe einfach selber auf Kleinkram und wenn dann Kleinkram reingeht, ist doch alles gut. Heute geht es aber auf Kleinkram, der ein bisschen ergiebiger ist. Hier jetzt gerade an der Stelle schon getestet, knappe halbe Stunde, so halb nebenbei. Und eigentlich suche ich hier gerade die Aalmuddern. Die laufen ganz gut und da gucke ich gerade noch in Discord. Da hat er Freitagmorgen, Alter, hat er schon gepostet. Der stand auch schon hier, hat ordentlich rausgezogen. Sogar mit ganz simplen Setup. Einfach nur durchgeballert und hier auch richtig gut rausgezogen. Der Nut hat das auch nochmal nachprobiert und hat auch schon schön die Aalmuddern gefangen. Also, mein Ziel, Aalmudder. Und nicht nur die Aalmudder, sondern natürlich auch Level Up. Und im Idealfall, ja, nicht nur Level 46, sondern eben auch noch vielleicht ein weiterer Fisch, der mir noch fehlt. Vielleicht geht ja hier eine Klische rein oder. Ich hatte mir gerade gedacht, na Mensch, hier mit dem Jig, ich wollte eigentlich so vom Land aus wieder ein bisschen rauswerfen. Guck mal da, Wittling sogar, kleiner Wittling. Die üblichen Spots da hinten hier am Haus, also exakt hier, da kann man sich ja immer gut hinstellen. Oder eben da vorne, hier auf dem Affenfelsen, gibt es auch jeweils schon Videos zu. Angeln vom Land am Nordmeer, immer wieder sehr effektiv. Gibt auch noch andere Stellen, wo man dann vielleicht hin kann, wenn das Bootsticket so langsam ausläuft. Also dann kann man natürlich auch noch andere Stellen hier im Fjord anfahren, die auch sehr gut funktionieren. Vor allem, wenn man eben nicht Bock hat, jedes Mal den Zeitdruck im Nacken zu haben mit den Bootstickets. Dann lohnt sich das. Man stellt sich einfach hin, muss nicht das Bootsticket die ganze Zeit bezahlen und kann dann trotzdem vom Land aus angeln. Zusätzlich habe ich noch zwei Grundrouten ausgelegt. Gleich mal gucken, wie sind die denn gerade? Die zuppeln manchmal nur ganz kurz und dann hängt da auf einmal was dran oder eben nicht. So, alles nochmal nachgezogen. Die Grundrouten sind ausgeworfen, also ich peile da oben die Spitze sozusagen an, also in diese Richtung. 40 Meter, gab es ja zuletzt auch schon mal ein Video zu und dann landen wir hier in diesem etwas hellblaueren Bereich, ne? Da sind ja mehrere Kanten, höchstwahrscheinlich auch einige Spots. Ja, mein Ziel heute, wie gesagt, die Aalmutter. Deswegen habe ich hier gerade mein Setup nochmal ein bisschen umgebaut auf verschiedene Köder, wo die Aalmutter immer mal wieder gut reingegangen ist. Hier an der Stelle jigge ich jetzt, na super, jigge ich einfach quasi nur so ein bisschen durch. Und dann ballert das schon ganz gut rein hier. Ich habe jetzt gerade nochmal verschiedene Köder getestet. Vorher war ich nur mit dem blauen Schaumgummi unterwegs. Ich teste es auch gerade so ein bisschen anhand des Wetters. Wir haben jetzt gerade wieder Regenwetter. Zwischendurch hatte ich gerade wieder Sonnenschein. Jetzt ist wieder Regenwetter. Also immer mal wieder die Farben ändern anhand des Wetters. Oder eben direkt das gesamte Setup, wenn man schon Beifänger haben kann, das gesamte Setup kunterbunt aufbauen. Dann ist halt direkt bei jedem Wetter auch irgendein Köder, der lockt. Guck mal, der war auf dem Schaumgummifisch 4. Der war auf dem Maggot Nummer 2. Jetzt wollen wir hier nochmal gucken, der war auf dem Wattwurm, den wollen wir doch am besten nicht auf dem Wattwurm. Und hier haben wir noch den, ah genau, ich hatte noch die Gummimax, die hatte ich auch noch getestet, richtig, auf die Gummimax war auch noch was. Sehr gut. Ja, das wäre natürlich jetzt super, im Großen und Ganzen Aalmutter so unscheinbar, aber wirklich ergiebig, auch silbermäßig, lohnt sich absolut. Das heißt, wenn man hier jetzt eine Stelle hat, die ja offensichtlich viele Aalmuttern liefert, dann doch im Idealfall auch einfach mal gucken, dass man sich damit nochmal schön ein bisschen Silber verdient. Denn es scheint ja so, als ob morgen vielleicht dann doch tatsächlich der Weihnachtsmarkt kommt. Also angekündigt seit heute ein Patch für morgen Mittag. Höchstwahrscheinlich wird das dann morgen auch soweit sein. Ich bin übelst gespannt, was uns da erwartet, was da alles kommt. Vielleicht gibt es was Neues im Weihnachtsmarkt. Das wäre natürlich auch richtig nice. Auf jeden Fall informiere ich euch über
alles, was Neues kommt. Also Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Glocke reinballern. Sobald das nächste Video mit allen Infos raus ist, dann gibt es das hier natürlich auch auf dem Kanal. Und auch weitere Infos, also alles, was quasi dieses Jahr noch zu Weihnachten passiert, beziehungsweise ein paar Hintergrundinfos gibt es natürlich auch noch dazu. Ja, und jetzt hier einfach die ganze Zeit warten und hoffen auf Fisch Nummer 100, Trophy Nummer 100 oder auf Level Up. Ich gucke gleich mal eben rein, viel ist es nicht mehr. Keine 100.000, glaube ich. Mal eben gucken, wie viel bringt so ein kleiner Fisch hier. Der LOL, das ist mein Level Up Fisch. What? Das ist mein Level Up Fisch gewesen. OMG. Wer hätte das denn gedacht? Da hast du dir aber mal einen schönen Level Up Fisch ausgesucht, Alten. Eine olle Aalmutter. Leck mich doch fett, alter Falter. Kannst du dir nicht ausdenken. Die Aalmutter. Hammer, hammer, hammer hart, ey. Also, Level 46 im Sack mit der Aalmutter. Schönes Ding. Kann man auch machen. So mog wieder. Gar nicht verkehrt. Ach ja, mit Happy Hour Bonus und so weiter und so weiter. Alter Falter. Hammer, hammer hart. Ah, perfekt. Level 46 erreicht. Na guck, und jetzt kommt hinten her, kommt auch noch ein schöner, dickerer Brocken. Vielleicht noch ein Steinbutt oder sowas. Die gehen hier auch rein. Mehrere Steinbutt auch in den Keschern schon gewesen. Und die bringen auch übelst gut Kohle. Alter Falter. Krass. Ja, das ist natürlich ein Dingen. Das ist natürlich ein Dingen. Gestern viel unterwegs gewesen, gerade auch am 120er, am 133er. Schön auch mit den großen Gummifischen oder mit großen Squids und sowas. Alles ausprobiert, ist kein dicker Fisch reingegangen. Irgendwann bei 1 Million vor Level Up hat es auf einmal aufgehört. Auf einmal ging nur noch Köhler rein und so ein Mist an den verschiedensten Spots. Ja, und jetzt einfach auf die Kleinen gehen. Die Kleinen gehen immer. Die Kleinen gehen immer und die bringen halt auch gut XP. Einfach auf Masse, dann lüppt das schon. Hammer, hammer, hart, ey. So, ziehen wir noch eben raus hier das Ding. Aber so geht das, ne? So geht das. Kurz vor knapp, gerade noch gesagt, mal eben reingucken, wie viel XP es noch sind. Ich glaube, vorhin waren es noch so um die 80.000. Da hat das jetzt hier mit den 66 ganz gut geklappt. Ich gucke noch mal kurz hier ins Setup rein. Doch bevor wir das machen, noch mal eine kurze Erinnerung für euch und alle, die noch immer unentschlossen oder kurz entschlossen noch kein Geschenk haben für die Liebsten. Holzkern kann immer noch bis Weihnachten liefern. Also zur Info, unterm Video der Link zur Firma Holzkern, draufklicken und dann mit dem Wort oder mit dem Gutscheincode sozusagen Feierabend 15, ist auch unten nochmal verlinkt, einfach 15% Rabatt auf die ganzen Produkte der Firma Holzkern sichern. Und dann zack, schnell schicken lassen. Ringe, Armbänder, bisschen Schmuck, Ohrringe und so weiter. Natürlich individuell, sieht immer ein bisschen anders aus, weil es eben aus natürlichen Materialien hergestellt wird. Richtig schick und ein bisschen was Besonderes. Nicht so 0815 hier aus dem Kaugummiautomaten. So, jetzt gönnen und jetzt weiter zocken. Kurzes Gebimmel war hier. Nee, und schon wieder weg. Na guck. Na guck. Hier auch kein Gebimmel. Also Seeringelwurm und Wattwurm draußen auf 40 Meter. Von der Stelle her sollte eigentlich mittlerweile ja bekannt sein. Ne? Wir sind hier am Ufer. Also nichts mit dem Boot fahren, sondern einfach nur hier außen rumlaufen. Die Position ist, glaube ich, auch die bekannteste mittlerweile hier auf diesem kleinen Plateau. Klappt richtig gut hier. Auf 34, 33, genau. Und dann so 518, wenn man das schon irgendwo sieht, 518 rum, dann ist das eigentlich immer hier diese Stelle. Manche stehen ein bisschen weiter links, manche stehen ein bisschen weiter rechts. Aber so in der Area, da klappt das eigentlich immer ganz gut. So, und dann kann man aber variieren, also mit Hakengrößen. Hier habe ich ja gerade schon gezeigt, ich bin jetzt gerade nur mit dem Jig-Setup unterwegs. Relativ groß sogar noch, Jig-Setup. Teste jetzt hier gerade für die
wir können gleich mal reingucken, was die Trophy gebissen hat. Für die Aalmuttern immer gerne die Maggots, funktionieren immer wieder ganz gut. In Braun. Und jetzt gerade nochmal zwei Gummifische dabei. Maggot 02 hat sie gefressen, genau. Also funktioniert tatsächlich immer wieder gut, der braune Maggot. Ob das jetzt hier die Kombi war oder die oben. Also das ist eigentlich die Kombination, die ich häufig verwende, wenn ich die Aalmuttern suche. Der braune oder der schwarze Maggot geht auch auf dem 4-0er Haken drauf. Da muss man nicht nur einen 3-0er, aber ich glaube 3-0er reicht. Und dann zum Testen nochmal den grünen und den schwarzen Schaumgummi und hier eben nochmal den Maggot drauf. Das lohnt sich doch immer wieder. Ja, also gar nicht mehr so viel lang quatschen. Ich muss jetzt hier rausziehen. Level Up ist erledigt. Nice. Jetzt das nächste Jahresziel auch noch erledigen. Und das ist Fischnummer, also Trophy Nummer 100. Eine Trophy, die ich bisher noch nicht gefangen habe. Ich bin übelst gespannt. Irgendwas wird sich da doch noch ergeben. Ich muss mal gucken, entweder, also die Wahrscheinlichkeit oder die größte Wahrscheinlichkeit ist hier am Nordmeer, an der Jama oder am Donetz. Das sind die drei Gewässer, wo ich am ehesten noch einen Fisch fangen kann, wo, ja, ich sag mal, wo die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass ich da was fange, was ich noch nicht hatte bisher. Also, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Auch einfach mal entspannt hier vom Land aus, ohne viel Stress, ohne Zeitdruck im Nacken. Da kann man sich zwischendurch auch noch mal ein paar Kekse holen und einen Tee. Und dann lübt das hier entspannt weiter. Petri, toi toi. Und dann bin ich auch gespannt, was uns morgen erwartet. Ich halte euch morgen sofort auf dem Laufenden, sobald es Infos gibt. Also wie gesagt, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann immer auf dem Laufenden sein, was das Game betrifft. Petri, bis morgen.